ja bestimmt mein Brechensatz. Und dann, wenn du so vom Block 16 so rüber geguckt hast, dann hast du das Krematorium gesehen, wo der Leichenzug reingegangen ist. Da sind wir in Auschwitz angekommen und die Türe geht auf und dann standet, oh, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber ziemlich SS. Quer im Einschlag und als sie uns sahen, dann haben sie es quer sinken lassen. Und wir haben halt furchtbare Angst gehabt als Kinder. Mulfingen bei Schwäbisch Hall. In der Nazizeit lebten in dieser Gemeinde 41 Sinti-Kinder, untergebracht in einem katholischen Kinderheim der heiligen St. Josefs Pflege. Die Nazis hatten die Eltern aus ihren Wohnungen und von den Arbeitsplätzen weg verhaftet und in die Konzentrationslager verschleppt. Die Kinder aber wurden zu Waisenkindern erklärt und in die Obhut der barmherzigen Schwestern des Klosters Untermarchtal gegeben. Heute erinnert eine Gedenktafel daran, dass hier am 9. Mai 1944 der Leidensweg der Sinti-Kinder begann. Die Überlebenden sind die Ausnahme. Damals, am Tage des Abtransports, endete auch für sie die Kindheit. Angela Wagner, Emil Reinhardt und Amalie Scheich. Drei, die überlebt haben. Vor der St. Josefs Pflege gedenken sie ihrer ermordeten Geschwister. Jahre danach. Eine Wiederbegegnung in der St. Josefs Pflege. Fotos, mit denen sich schmerzhafte Erinnerungen verbinden. Von der Lehrerin Johanna Nägele wurden sie unterrichtet. Kinder, denen die Nazis die Eltern geraubt hatten. Nur selten erhalten sie Post aus Buchenwald, Ravensbrück oder Auschwitz. Die Geborgenheit des katholischen Kinderheims jedoch erweist sich schon bald als trügerisch. ...1942 leitet der Auschwitz-Befehl die Endphase des Völkermords ein. Für die Deportationen ist SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann zuständig.
Schon Jahre zuvor hatte er angeordnet, dass den Judentransporten jeweils auch Waggons mit Zigeunern angehängt werden. Seit März 1943 jedoch rollen die Deportationszüge nahezu täglich direkt in das Vernichtungslager. Auf ausdrücklichen Befehl Hitlers werden keine Ausnahmen geduldet. Die Endlösung soll eine totale sein. Einzig und allein die Kinder der St. Josephs Pflege werden über ein Jahr lang von der Deportation ausgespart. Doch dafür gibt es einen besonderen Grund. Dies sind Kinder deutscher Sinti-Familien. Gefilmt von nationalsozialistischen Rassenbiologen. Vor ihrer Ermordung werden sie zu Untersuchungen missbraucht, die der Rassenideologie einen wissenschaftlichen Anstrich geben sollen. Die Nazis als selbsternannte Herrenmenschen wollen die Kinder als Untermenschen vorführen. Ja, ich habe noch einen Junge erkannt, und zwar den Siegfried Schneck da, wo sie da spielen mit dem Dings da. Und mich da an der Ecke, wo ich die Hände hochhebe, und beim Kartoffelschälen die Küche. Die Kinder können nicht ahnen, dass diese Aufnahmen einzig und allein den Zweck haben, die Mordpläne der Nazis zu untermauern. Der Film ist Teil einer Untersuchung, mit der sich die Krankenschwester Eva Justin den Doktortitel erwerben will. Mit allen Mitteln versucht sie, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Und dann hat sie die Kinder noch angelockt mit Süßigkeiten. Also, dass sie sich fotografieren lassen und so. Also, die haben das furchtbar gefunden. Unter den Rassenforschern ist Eva Justin keine Unbekannte. Zusammen mit Dr. Ritter spielt sie schon seit Jahren eine führende Rolle bei der Erfassung der Sinti und Roma. Im Auftrag des Reichssicherheitshauptamtes sollen sie ermitteln, wer überhaupt Zigeuner ist. Also Blutabtaps, die Augenbraue, Nase, Mundbreite, Halsbreite, Ohrenfrise, Armlänge, Fingerkuppe und alles drum und dran, alles mit dem Lentestab, so Meterband abmessen. Die Rassenbiologen vermaßen und erfassten sämtliche im Reichsgebiet lebenden Sinti und Roma. Auf der Grundlage ihrer gutachtlichen Äußerungen wurde der Holocaust organisiert. Von der Zwangssterilisation bis zur Ermordung in den Gaskammern. Die Wissenschaftler waren die Mordgehilfen. Auftraggeber der Gutachten war der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Bereits 1938 hatte er die Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus angeordnet. Genau dies forderten auch die Rassenbiologen. So wie der NS-Staat die Judenfrage gelöst hat, so wird er auch die Zigeunerfrage grundsätzlich regeln müssen. Eva Justins Mithilfe bei der Rassenbestimmung wird auf eine besondere Weise belohnt. 1942 stellt ihr das Reichssicherheitshauptamt die Kinder aus der St. Josephs Pflege als Untersuchungsobjekte zur Verfügung.
Mit ihrer Dissertation Lebensschicksale artfremd erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen untermauert sie die Ausrottungspläne der Nazis. Eva Justin beobachtet, fotografiert und filmt. Sie veranstaltet absurde Testspiele, Reigentänze und ein Leistungskartoffellesen. Das Ende der Kinder aber ist vorprogrammiert. Eva Justins Hauptforderung lautet: Muss man doch vom rassehygienischen Standpunkt eine Unfruchtbarmachung dieser Menschen fordern? Das deutsche Volk braucht zuverlässige und strebsame Menschen und nicht den Nachwuchs dieser unmündigen Primitiven. Als dies geschrieben wird, ist der Völkermord bereits in vollem Gange. Keiner, vom Säugling bis zum Greis, soll der Vernichtung entkommen. Das gilt am Ende auch für die ein Jahr lang als Forschungsobjekte zurückbehaltenen Kinder in Mulfingen. Anfang 1944 kommt der Befehl aus dem Reichssicherheitshauptamt. Kurz nachdem Eva Justins Doktorhut gesichert ist, erscheinen Beamte der Gestapo in der St. Josefspflege. Sie nehmen Fingerabdrücke von den Kindern und bereiten die KZ-Unterlagen vor. Drei Monate später erfolgt der Abtransport. Und dann am Abtransport, da haben sie dann immer gesagt, ja, wir machen einen schönen Ausflug. Nicht? Und da wollte ich ja natürlich auch mit. Also die Kinder, die mussten sich ja dann aufstellen, also so wie ich es in der Erinnerung habe. Und ich war dazwischen. Ich habe mich wieder dazwischen gestellt und die Schwester kam und ist mit den Augen die Reihe so abgegangen. Dann hat sie mich an die Ohren rausgezogen und hat mir eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, sofort auf ins Schlafzimmer. Und deck dich zu und schlaf. Aber ich war der Schwester doch also richtig böse, nicht? Also, dass sie mich da rausgezogen hat. Nicht? Ich bin dann also trotzig rauf, nicht? Und hab die Fenster aufgerissen und hab rausgeguckt. Ja, und dann habe ich dann schon gesehen, da ist dann der Bus dahinter gefahren und die Kinder sind dann da rausgeströmt. Und da war noch eine Kleine im Hof und die hatten noch zu mir raufgeschaut, nicht? Und hat so ein Säckle dabei gehabt. So aus Stoff, nicht, wo man oben zuziehen kann. Das hat sie aufgemacht und hat einen Apfel herausgenommen, nicht, und hat dann zu mir rausgeschaut, also zu mir, also zum Fenster herausgeschaut. Und sie hat in den Apfel hineingebissen, nicht, und hat zu mir hochgeschaut. Ja, so als wollte sie sagen, ah, ich habe jetzt einen Apfel und du hast keinen. Während sich die kleineren Kinder auf den von den Schwestern versprochenen Ausflug freuen, bekommen es die Älteren mit der Angst zu tun. Also manche Kinder sind gern reingegangen, wie ich so gesehen habe, die kleineren, aber die größeren nicht. Also die größeren, also mit denen haben sie Schwierigkeiten gehabt, also bis die reingegangen sind in den Bus. Nicht? Und ich habe auch noch zugesehen, also wie sie eine geschlagen haben. Ja. Nein. Die älteren Kinder ahnen, wohin es geht. Ihre Lehrerin erinnert sich, dass sich die 16-jährige Johanna Köhler weinend auf ihr Bett geworfen und geklagt habe: Warum muss ich sterben? Ich bin doch noch so jung.
Und dann sind die Kinder eingestiegen, aber nur, weil die Schwester Oberin und die Nägele eingestiegen sind. Dann haben sich die Kinder erst beruhigt und dann sind sie weggefahren. Also so habe ich das in der Erinnerung. Auch Emil Reinhardt ist einer der wenigen, der den Völkermord überlebt hat. Er arbeitete damals als Knecht bei einem Bauern. Als er seine kleinen Geschwister besuchen will, um Lebensmittel zu bringen, wird er von einem Polizisten angehalten. Und im Moment bin ich abgefangen worden von den Polizisten. Ich habe Schnauze aufgeregt. Da ist das da wieder vorne. Und war 2 Stunden im Wasser drin gelegen. Die Ohrfeige, die Emil Reinhardt auf die Frage nach seinen Geschwistern erhielt, war so kräftig, dass er in den Bach stürzte. Davon ist er taub geworden. Emil Reinhardt flieht und versteckt sich bis Kriegsende. Erst 1945 erfährt er vom Schicksal seiner kleinen Geschwister. Die Heimleitung und die Schwestern aber wissen schon damals, wohin die Reise geht. Mit einer Notkommunion bereitet Pfarrer Volz die Kinder auf ihr Ende vor. Dem Caritasverband des Bistums liegt an diesem Tag bereits ein Brief vor, in dem der Pfarrer darum bittet, dass nach dem Abtransport der Zigeunerkinder raschestens wieder eine Auffüllung und Vollbelegung seines Heims erfolgen möge. Nicht am Abend mussten alle Kinder hier in die Hauskapelle. Nicht? Und ich habe ja immer gespitzelt, ich war ein neugieriges Kind. Nicht? Und dann habe ich gesehen, dass hier der Herr Dorfpfarrer, also hier war, nicht? Und hat die Heilige Messe gelesen. Und klein wie groß haben die Heilige, also die Heilige Kommunion bekommen. Das sind kleine Kinder, wo das noch gar nicht begriffen haben, was eine erste Heilige Kommunion ist. Und dann habe ich die Schwester Aurelia gefragt, ist doch nicht weißer Sonntag. Warum kriegen die Kinder Erstkommunion? Und sie hat mir nicht geantwortet. Entweder wusste sie nicht, oder ich glaube schon, heute glaube ich schon, dass sie es gewusst hat. Aber sie konnte mir keine Frage beantworten. Die Notkommunion in der Hauskapelle blieb die einzige Hilfeleistung der Kirche. Es gab keinen Widerstand und keinen Protest. Dass Widerstand möglich gewesen wäre, bewiesen dagegen hohe Würdenträger des Islam und der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Sie stellten sich 1944 schützend vor Juden, Sinti und Roma und verhinderten die Verschleppung nach Auschwitz. Die Kirche machte sich mitschuldig. Nicht nur in Mulfingen. Zur Beruhigung der Kinder müssen schließlich die Schwester Oberin und die Lehrerin Johanna Nägele den Transport begleiten. Nach der Busfahrt gibt es einen längeren Aufenthalt auf dem Bahnhof in Künzelsau. Verwundert betrachten die Reisenden die von der Polizei bewachten Kinder. Wenig später werden sie zu einem Eisenbahnwaggon geführt, der auf einem Abstellgleis steht. Die Polizisten geben die Anweisung, dass die Kinder an den Bahnhöfen von den Fenstern wegbleiben sollen. Über Waldenburg, Schwäbisch Hall und Hessenthal geht die Fahrt bis Crailsheim. Dort werden die Kinder an die Waffen-SS übergeben und der Waggon wird an die fahrplanmäßigen Züge angehängt. Doch immer wieder verzögert sich die Fahrt. In Dresden steht der Waggon eine ganze Nacht lang auf dem Abstellgleis,
und ist den Bombenangriffen ausgesetzt. Also ich kann mich noch erinnern, in Dresden, da war Fliegeralarm. Und überall sind Bomben eingeschlagen. Und wir haben halt furchtbare Angst gehabt als Kinder. Die SSler sind raus, haben den Gefängniswagen abgeschlossen. Und da haben uns allein gelassen. In der Josefspflege wartet währenddessen das Mädchen, das an dem vermeintlichen Ausflug nicht teilnehmen durfte, vergeblich auf die Rückkehr der Kinder. Ich war ja nicht dabei. Die Schwester nahm mich doch immer weg. Sie sagte mir immer ständig, du gehörst nicht hierher. Auf jeden Fall brachte mich dann eine Schwester, also bis nach Ulm. Nicht? Und da mussten wir übernachten. Und am Abend, nicht? Wir waren also so gewöhnt, nicht? Also dass wir also unser Abendgebet nicht mussten machen. Nicht? Ich musste also neben meinem Bett hinknien, nicht? Und musste beten. Und dann sagte die Schwester, also ich soll für die Kinder auch beten. Nicht? Ich soll beten für die Kinder. Dann habe ich gebetet und dann bin ich aufgestanden und habe die Schwester gefragt, ja, wo sind die Kinder hingekommen? Und dann hat sie mich lange angeschaut, sehr lang, und hat gesagt, Angela, sei immer brav, dass du nicht dahin kommst, wo die Kinder hingekommen sind. Im Schülerverzeichnis macht die Lehrerin Johanna Nägele in diesen Tagen 39 Mal den gleichen Eintrag. Eingewiesen nach Auschwitz. Auch beim Landesjugendamt in Stuttgart wird die Verschleppung 39 Mal verbucht. Mitverantwortlich sind der Landesjugendarzt Eirich und Regierungsdirektor Mailänder. Wie die meisten Schreibtischtäter setzten beide nach dem Krieg unbehelligt ihre Karrieren fort. Eine Frau, die das gefühllose Mitmachen aus nächster Nähe miterlebt hat, ist Maria Reif. Damals, als 17-Jährige, hatte sie die Akten der Mulfinger Kinder zu führen. Hier war mein Arbeitsplatz, es war der große Schreibraum. Nebenan hatte der zuständige Beamte seinen Arbeitsplatz und da waren auch die Akten. Die Arbeitsgebiete waren nach dem Alphabet unterteilt. So fing das also an. Ich mache nun den Sprung zum Jahr 1944. Da musste ich in die Akten eintragen, Verlegung von der Erziehungsanstalt St. Josefspflege Mulfingen nach Birkenau. Birkenau, ein deutsches Wort, ein deutscher Ort. Ich und sicher auch meine Kolleginnen haben sich weiter nichts dabei gedacht. Nach 4 Tagen trifft der Zug mit den Kindern in Auschwitz ein. Der Name Auschwitz steht für den Völkermord an 500.000 Sinti und Roma und 6 Millionen Juden. Die Ausmaße zeigen das in der Geschichte der Menschheit einmalige Verbrechen. Hier sind zeitweilig über 100.000 Menschen zusammengepfercht, die Bevölkerung einer Großstadt. Und täglich treffen neue Transporte ein, mit Juden, Sinti und Roma aus ganz Europa.
Für die meisten geht der Weg nach der Selektion direkt in den Tod, in die Gaskammern und Krematorien. Die Schornsteine rauchen Tag und Nacht. Auschwitz ist das Symbol dafür, dass Menschen in Gaskammern getötet wurden, ohne einen geringsten persönlichen Schuldvorwurf, nur weil sie als Zigeuner, weil sie als Juden auf die Welt gekommen sind. Das ist die härteste Anklage, das darf am wenigsten vergessen werden. Hermann Langbein, der Häftling und Schreiber des Standortarztes, musste die Lagerlisten für die SS erstellen. Er war einer der wenigen, dem der Zutritt zu dem Teil des Lagers gelang, der als Zigeunerlager bezeichnet wurde. Dort war die Sterblichkeit besonders hoch. Ich kam in eine Baracke, diese Pferdestallbaracken, wo also links und rechts die dreistöckigen Brütchen waren, in der Mitte ein Ofen und so ein liegender Kamin, wenn ich so nennen darf. So eine einzige Stelle, wo man sich irgendwo hinsetzen konnte, und auf der anderen Seite der Schornstein. Und da lagen, das waren Frauen, die dort gelegen sind. Und da lagen Frauen, die vor der Entbindung waren und nach der Entbindung waren. Ich erinnere mich sehr genau, im dritten Stock auf der Pritsche lag eine Frau nackt, die hat gesungen. Und der Pfleger hat mir gesagt, der geht's am besten, die ist verrückt geworden. Der Pfleger führte mich dann nach hinten, wo ein Holzverschlag war hinter der Baracke, da war ein Berg von Leichen, dazwischen die Ratten. Das Einzige, was die SS den Häftlingen, die dort, den Babys, die dort lebend auf die Welt gekommen sind, das sind nicht alle lebend auf die Welt gekommen, gab, es wurden ihnen gleich die Häftlingsnummern eintätowiert. Nicht auf den linken Unterarm, weil der zu klein war, auf den linken Oberschenkel, damit der Stand stimmte. Damit man registrieren konnte, ein Zugang und wenn er gestorben ist, ein Abgang. Das war mein Eindruck vom Zigeunerlager in Birkenau. Und dann habe ich nie mehr gefragt, warum die Sterblichkeit dort so groß ist. Auch der Zugang aus Mulfingen wird mit bürokratischer Genauigkeit im Lagerbuch registriert. Die letzte große Deportation von Sinti-Kindern. 12.05.1944. Aus dem Kinderheim St. Josefs Pflege werden 39 Zigeunerkinder eingeliefert. 20 Knaben bekommen die Nummern Z9873 bis Z9892. 19 Mädchen die Nummern Z10629 bis Z10647. Über den weiteren Leidensweg der Mulfinger Sinti-Kinder berichtet Amalie Scheich. Und dann sind wir nach Birkenau gekommen. In Block 16. Und da waren wir vielleicht 14 Tage zusammen, dann haben sie uns getrennt. Also die Kinder, wo über 14 waren, sind im Block 16 geblieben und die anderen sind in der Kinderblock gekommen.
Im Kinderblock gibt es kaum eine Überlebenschance. Wer nicht verhungert oder an Seuchen zugrunde geht, wird vergast und verbrannt. Von vielen sind nur noch die Fotos überliefert. Kinder aus Dreihausen. Es war ihr letzter Sommer. Ihr Weg endete in Auschwitz. Diese Sinti-Kinder wurden vom SS-Arzt Dr. Mengele zu Experimenten missbraucht. Über das Normale, was jeder SS-Arzt in Auschwitz gemacht hat, das waren Selektionen für die Gaskammern derjenigen, die nicht arbeitsfähig waren, hat er sich betätigt bei der Zwillingsforschung. Und er hat alle Zwillingspaare, die von den vielen Zugängen zu finden waren, das waren sowohl Zigeuner als auch Juden, die Zwillingspaare wurden von ihm ausgesondert, kamen in einen eigenen Block in Birkenau, wo es ihnen besser ging als anderen Häftlingen. Der Mengele war sehr freundlich zu den Zwillingen. Und wenn der Mengele gekommen ist, dann sind ihm oft die Kinder entgegengelaufen, weil er ihnen Zuckerl gegeben hat. Das war in Auschwitz also etwas anderes, als wenn man heute jemanden Zucker gibt. Und wenn so ein Zwillingspaar fertig untersucht war, dann hat er eins nach dem anderen genommen, hat es in ein Auto genommen, komm, wir fahren ein bisschen spazieren. Ist zum Krematorium gefahren. Dort wurden die Zwillinge mit einer Phenolinjektion ins Herz getötet, damit kein Organ beschädigt war. Und ein jüdischer Pathologe, den er ausgesucht hat aus einem der Ungarn-Transporte, der Dr. Miklos Niesli, mussten die Zwillinge unter seiner ständigen Kontrolle sezieren. Und alle Organe, die interessant waren, wurden in einer konservierenden Flüssigkeit nach Berlin ans Kaiser-Wilhelm-Institut geschickt. Anliegend wird über Sand Kopf einer Leiche, 12-jähriges Kind. Anschrift der einsendenden Dienststelle, Zigeunerlager Auschwitz. Der erste Lagerarzt, Mengele. Von den Mulfinger-Kindern wählt Mengele 4 ältere für seine Experimente aus. Unter ihnen Amalie Scheich, die danach zum Bau der Lagerstraße abkommandiert wird. Ich habe also die Kinder oft besucht, wenn ich Zeit hatte, denn ich musste ja auch arbeiten. Und das letzte Mal, wo ich raufgegangen bin, hat meine kleine Schwester gesagt, du gehst und wir werden verbrannt. Das war das Letzte. Das vergesse ich nie. Und dann hat mich der Dr. Mengele, zur Rede gestellt. Wie gesagt, was passiert mit den Kindern von Mulfingen? Dann hat er gesagt, die kommen wieder zurück ins Kinderheim. Und wo sind sie hingekommen? Monate später, ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat, als wir alle diese Akten wieder auf den Tisch bekamen und eintragen mussten, die Fürsorgeerziehung endet wegen Tod.
Das mussten wir eintragen. Und Regierungsdirektor Mailänder hat es dann unterschrieben. Nach der Unterschrift kamen die Akten wieder rauf auf den Arbeitsplatz. Und wir haben auf den Aktendeckel ein Kreuz gemacht. Ich weiß nicht, wir haben das zusammengebunden, buchstabenweise. Und haben sie in den Keller im Untergeschoss dieses Hauses hier transportiert und dort feinsäuberlich alphabetisch abgelegt. Die Nacht zum 3. August 1944 war die Nacht, in der das Zigeunerlager aufgelöst wurde. 2800 Sinti, vor allem ältere Menschen, Frauen und Kinder, werden in dieser Nacht in die Gaskammern getrieben und ermordet. Unter ihnen die Kinder von der St. Josephs Pflege. Amalie Scheich nennt ihren Namen. Adolf und Anton. Und dann sind meine Cousine, Mai, Elisabeth und Franz und Martha. Und dann sind die Köhlers gekommen, Johanna, Olga. Amandus, Friedrich, Scholastica, Ferdinand, Sophie, Wilhelm, Rosa, Johann, Elise, Josef, Thomas, Sonja, Otto, Karl, Luise, Clara, Ottilie, Maria, Andreas, Amalie, Karl, Josef, Rosina, Rudi, Maria, Siegfried, Luana.